Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe mit unserem Kumpel Simaris. Und wir haben auch schon wieder ein Scan-Ziel uns abgeholt. Und zwar dürfen wir heute viermal einen Gardisten scannen. Dafür kriegen wir wieder 10.000 Ansehen und 500 Endo. Und da bewegen wir uns heute nur auf einen Planeten. So, wollen wir mal schnell rüber hüpfen. So, das ist ein Grenier. Da haben wir dann wieder ein bisschen Ceres. So, und dann springen wir gleich einmal in die Gefangennahme. Gucken wir mal, wie schnell wir da durchkommen mit Scans hier. Und dann haben wir da noch zwei andere. Einmal eine Rettung und Hijack. Weiß gerade gar nicht, was das überhaupt für ein Missionstyp ist. Vielleicht hier mit diesen komischen Gefangenen. Wir kommen. So. Jetzt sind noch ein paar Blümchen. So, jetzt haben wir bestimmt gleich die Spur verloren, wa? Blendet denn das hier so? So, Spur ist weg. Hätten wir außen rumlaufen müssen. Da hätten wir außen rumlaufen müssen. Da ist er wieder. Yeah. So. Kaputt. Da ist er kaputt. So, jetzt gucken wir mal, wo das Ziel ist. Wahrscheinlich da drüben. So, sehen wir hier irgendwo Spuren? Hier haben wir Spuren. Was? Das ist aber nett. Und scannen. So. Oh, den hätte er doch Doppelscan machen können. Was ist denn da los? So, haben wir den ersten schon mal durch. Da hinten sind wir lang. So. Würde sagen, die erste Mission war dann doch ganz schnell. Mal gucken. Oh, 1,53 war dann vom Gefühl her war schneller. Ich würde jetzt behaupten, das war unsere Standardgeschwindigkeit. So. Wir haben heute auch schon die Piranha Prime drauf, weil ja demnächst hier kriegen wir ja wieder Plagen Star, wo man ein bisschen umsonst Form erfahren kann. Und zwar keine Blaupausen, sondern direkte Former. So, jetzt haben wir hier Nuvo mit Rettung und dann Ludi. Ach, Entführung ist das. Okay, die wollen wir nicht spielen. Entführung. Nee. Entführung ist, glaube ich, eigentlich eine ziemlich extrem langweilige Mission. Tschung. Zumal das ja jetzt, wenn wir jetzt hier scannen, sowieso eigentlich bloß durchrennen ist. Tschung. Sorry. So, da haben wir auf jeden Fall unsere Spur. So, hier hätten wir wieder ein Blümchen noch gehabt zum Scannen. Ah, jetzt sehen wir hier nicht, wo unsere Blumen weitergingen, ne? Jetzt habe ich bestimmt verkackt. Kriegen wir hier nochmal eine Spur? Kann das sein, dass er uns die noch nicht anzeigt? Weil hier
Gegner mal? Nee. Zeigt uns keine Spur an. Nicht, dass wir nachher dann wieder zurückrennen müssen, weil wir dran vorbeilaufen sind. Das wäre natürlich richtig scheiße. So, wir sind von da drüben rumgekommen, ne? So, hier ist die Spur. So. Wenn ich das jetzt sagt, hier links hoch. Ja, macht er auch. Und dann ist es am Ende der Weg ins Ziel. Dann würde ich ja auch. Ah, da ist er schon. Gut. So, uns gleich mal merken, ob wir hier dann gleich vorbeikommen. Oh. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Bruder! Oh oh. Wo bin ich denn hier hin? Voll verhüpft hier. Was ist hier los? Voll verhüpft haben wir uns. So. Ah, wir müssen bestimmt da zurück. Bestimmt. So. Da ist er schon. So, hüpfen wir hier einfach zurück und dann dürfen wir auf jeden Fall hier vorne schon mal zurück. Oh ja, wir rennen wieder zurück. Und wie zeigt er jetzt den... Oh, jetzt backt er hier wieder rum. So. Ich glaube, hier dürfen wir lang. Ja, hier haben wir ihn gerade oben gehabt. Zum Scannen. Hier oben haben wir ihn gescannt. War aber auch leicht verwirrend, also... Das kann man da jetzt nicht absprechen. So, das war am Ziel. So, jetzt haben wir natürlich einen kleinen Umweg gemacht. Oh, doppelte Zeit. Doppelte Zeit. Also dafür, dass wir da nur durchrushen wollten. Mann, Mann, Mann. So, wieder eine Orokin-Zelle bekommen. Ich glaube, auf der ersten... In der ersten Mission haben wir keine bekommen. So, jumpen wir ja einfach jetzt nochmal rein in die Rettung. Und dann würde ich sagen, machen wir danach nochmal die Gefangennahme. Dann müssen wir ja schon wieder richtig fett Punkte haben. Nuovo Grenier Rettung. So. Weil diesmal die Spur verlieren. Holen wir erst die Geisel. Mal gucken. Das hilft. Achso, wir müssen ja auch mal den Scanner drücken. Ja, ja. So, es geht auf jeden Fall hier lang. So, hier war schon eine schicke Spur. So. Schwung. Noch eine Spur. So, jetzt sind wir hier oben lang, aber die Spur geht bestimmt woanders hin. Die war jetzt irgendwo unten. Gucken, ob wir sie wiederfinden. Holen auf jeden Fall diesmal die Geisel. So, wechseln wir mal kurz die Waffe. Ach, diesmal war offen. Na döll. Na, bist du wieder hier drin? Nee. So. Jetzt bin ich ja gespannt. So, geht auf jeden Fall wieder zurück. Bin mir nicht sicher, ob das hier sogar immer zurückgeht. So, jetzt brauchen wir wieder einen Scanner, ne? So, es geht sogar in den großen Raum weiter. So, jetzt haben wir hier Spuren, die in die Richtung gehen. Wird jetzt so lachen, wenn die Spur jetzt da lang geht.
ist das denn für eine Scheiße? Hä? Und jetzt ist er weg? Theoretisch kann es ja nur hier unten sein, ne? Hier ist es auch nicht. Oder wollte er uns jetzt sagen, nee, wir müssen da in die andere Richtung? So, hier ist auch keine Spur. Ist das wieder verwirrend. Dann gehen wir nochmal zurück zur Treppe. Na, hier war ja eine Spur. Hier hat er uns ja eben noch die Spur angezeigt. Die jetzt einfach weg ist. So, jetzt geht sie hier in die Richtung. Richtung Ziel. So, wir rennen jetzt hier einfach mal hinterher. Jetzt geht sie hier rüber. Jetzt geht sie hier wahrscheinlich runter, oder? Hallo? Spur? Ah, die... So. Ich glaube, ich renne jetzt einfach Richtung Ziel. So, hier hat er auch wieder eine Spur. Das war ja... Wollt gerade sagen, wir rennen jetzt ins Ziel. Machen einfach dreimal Gefangennahme. Aber wenn er dann der Meinung ist, gut, nimm doch den hier noch mit als Scan, dann machen wir das natürlich. So. Na, ein Glück. So. Ja, also jetzt hier die Rettungsmission ist schon ein bisschen weit immer ab vom Schuss, der Scan. Also. Ceres hat natürlich immer viele Nebenräume zum Looten und so. Ist ja auch nicht verkehrt, gerade für Orokin-Zellen. Aber dass das so komisch da ist, durch dieses Zurückrennen dann halt immer. Da war die komischen Ziele so komisch angezeigt, die Spuren. So, und gehen wir jetzt noch einmal eine Gefangennahme. Gucken, ob wir jetzt hier auch so Probleme haben. Aber ich glaube, Gefangennahme hatten wir immer nie wirklich so die Probleme. Weil ja, das einfacher ist, du findest ihn entweder vor dem Gefangennahmeziel oder danach. Ist halt immer nur strikt einen Weg, ohne dass man groß zurückrennt. So, ein Scanner ausgerüstet haben wir. So. Bloß hier. Ist auch immer hier mit diesen Treppen und so ein Blödsinn. Aber hier wirklich hier immer ordentlich laufen. So. Jetzt war hier vorne unser Gefangennahmeziel. Das war jetzt nicht mehr. Hier war zwar keine Spur mehr, aber mal gucken. So, die Spur geht jetzt entweder hier weiter oder auch nicht. Können ja nochmal zurückgehen. So. Auf jeden Fall geht sie hier weiter. Wo oben geht sie hin? Oh. Diesmal geht's ab vom Schuss. Aber wohin? Hä? Sie ging aber hier hoch, ne? So, das heißt, kann ja nur noch hier hinten sein. Tatsache. Tschio. Weil er war wieder in einem Nebenraum versteckt. Oh Mann, Mann, Mann. Das war sonst die letzten Male mehr Glück, würde ich behaupten. Mit
Ausgangsziel finden. Achso. Darf ich trotzdem hier oben lang? Ja. Dürfen wir. Dürfen hier oben lang. Tschung. So. Könnte natürlich jetzt auch mit dem Operator hier ein bisschen rumdashen, dann aber schneller. Aber ein bisschen Zeit muss ja auch sein, ne? Ein paar Gegner noch mitnehmen. Gegner können ja auch mal eine Urukin-Zelle droppen. So. Ich glaube, wir haben aber wieder keine bekommen. Das ist ja nicht so toll. So, aber einen Gesundheitsnachschub groß haben wir bekommen. So, dann haben wir jetzt aber unsere 4 Scans auf jeden Fall durch. Und dann holen wir uns da jetzt noch die Belohnung ab. Bei der Herr Simaris. Und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir haben. Muss ja eigentlich schon wieder richtig gut an den Punkten dran sein, bin ich der Meinung. Tschung. Ich habe die Synthese abgeschlossen. So gib uns unsere Belohnung. So, 10.000 Endo. Nee, 10.000 Ansehen, 500 Endo. 63.000 haben wir. Gut, das war doch noch ein Stück weg. Wir würden ja, glaube ich, dann jetzt die Riven Mods uns dann immer mal ein bisschen gönnen. Okay. Gut, dann haben wir den Scan wieder hinter uns gebracht. Gardist hatten wir auch noch nicht gehabt, glaube ich. Das ist der erste, den wir jetzt über Simaris scannen hatten. Gut, dann wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne Daumen nach oben da, abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.